sicherlich eine Niederlage. Wir haben in der ersten Halbzeit total verbrannt. Die Mannschaft hat in den ersten 45 Minuten einfach das nicht umgesetzt, was wir machen wollten. Die zweite Halbzeit haben wir dann klar Torwand gegeben. Dann haben wir die weitaus besseren Möglichkeiten gehabt. Dann haben wir zumindest den Unentschieden verdient gehabt aufgrund der viel besseren Spielanlage. Aber so spielen halt die Spiele dann miteinander einfach so. Du kriegst dann ein jedes Gegentor und dann ist das Ding vorbei. Und gut, dass irgendwann einmal eins verloren geht, ist auch klar. Und das war halt jetzt gar nicht so. Das ist umso ärgerlicher, dass es hier passiert ist. Aber wir werden uns natürlich jetzt in der Woche schon Gedanken machen, was richtig, was falsch war. Und dann hoffe ich, dass wir am Mittwoch eine andere Mannschaft sehen. Danke. Ich glücke, wir hatten in der Freiheit mehr vom Spiel. Wir hätten durchaus durch die Chance, aber die Chance haben wir durchaus eigentlich das nicht kennen, sogar müssen. Aber gut, so ist es im Fußball. Wir sind auf die Boden der Tatsachen zurückgekommen. Wir müssen nach vorne schauen. Und auch das nächste Spiel gegen Hauptstadt am Dienstag, bzw. am Mittwoch, müssen wir die verlorenen 3 Punkte hier wiederholen. Schwierig kann ich sagen, war dementsprechend eine Kreisprobe. Wir werden die Niederlage jetzt aufarbeiten. Und dann wird es positiv weiter in Zukunft gehen, eine junge Truppe. Aber in der ersten Halbzeit die notwendige Aggressivität vermissen lassen. Die zweite Halbzeit war okay. Aber aufgrund der ersten Halbzeit geht es 2-1 dann doch immer. Tja, was soll man sagen? Selbitz war eigentlich für mich emotional das wichtigste Spiel in der Saison, weil wir letztes Jahr ein paar Berührungspunkte hatten. 2-1 verloren. Ist sicherlich kein Beinbruch, aber die erste Halbzeit war halt wirklich schlecht, das muss man sagen. Also ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir uns den Schneider eigentlich ein bisschen abluchsen lassen. In der zweiten Halbzeit hat Selbitz einen Torschuss und macht halt das 2-0, das war Pech. Insgesamt geht es weiter. Ich sehe es mal für die Mannschaft sportlich als vielleicht auch ein bisschen heilsam an, weil man sieht, es ist nicht so ganz einfach in der Landesliga. Es sind andere Bedingungen, man muss das alles ernst nehmen, auch wenn es ein bisschen anders ausschaut. Und geht weiter. Also ich denke, Köpfe hängen lassen zählt nicht. 3 Punkte am Mittwoch und dann schaut es wieder besser aus. Danke. Ja, gut zum Spiel. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Da haben wir zu viele Leichtsinnsfehler gemacht. Da hätten wir schon viel früher in den Rückstand geraten können. Warst du die Lust dabei vorzubringen? Ja, auch schon im Spielaufbau. Das hat alles nicht so geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Die Aggressivität, alles hat gefehlt. Ja, gut, nach der Pause, nach dem Rückstand. Jetzt natürlich bitte, dass die mit dem einzigen Torschuss in der zweiten Halbzeit vielleicht das zweite Tor nachlegen. Danach kann man ja der Mannschaft eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir haben bis zum Schluss alles gegeben.